Wer im Sommer durch die Schweiz reist, stellt schnell mal fest, dass Gerani bei uns durchaus beliebt sind. Mit ihren zahlreichen Varianten und Farbnuancen bieten die dankbaren Immerblüher auf den Balkonen und Fenstersims nämlich einen prächtigen Anblick bis weit in den Herbst hin, und das mit wenig Aufwand. Wer Gerani vom letzten Jahr nicht hat überwintern können, alte Bestände ergänzen oder den Sommer seinen Balkon in eine üppig blühende Oase verwandeln, findet jetzt in unseren Läden und Bau- und Hobbymärkten eine grosse Auswahl an stehenden und hängenden Geranien in vielen Farben von Weiss, Rosa, Rot bis Violett mit der Superkarte zum Aktionspreis. Zarte Farbtöne, wenn auch weniger bunt, bestimmen das Bild in der Studiohoche. Armin? Richtig! Es gibt nämlich weisse Spargel an einer scharfen Soße. Grüezi miteinander! Mehr zu diesem Rezept dann ein bisschen später. Jetzt wird es Zeit für meinen Gast. Herzlich willkommen im Studio, Herr Josch! Herr Josch, schön sind Sie da. Herr Josch, was ist denn der erste Schritt nach dem Kaufen dieser Geranien? Ich würde sie möglichst sofort umtopfen. Und weil Geranien und Staunässe schlecht verleiden mögen, die haben wir unten im Kistchen am besten Tonscherbe über die Löcher rüber oder ein paar Kügel. Dann füllen wir die Balkonäder ein. Schauen, dass wir Geranium im guten Abstand einpflanzen und gut andrücken. Gießen die wir übrigens erst, wenn der Erde abgetrocknet ist, dann aber gründlich. Nach etwa 3 bis 4 Wochen, wenn die Pflanzen gut durchgewürzt sind, dann kann man sie nachher laufend mit dem Flüssigdünger nachdüngen. Auch Ethanit-Blumenkistchen offerieren wir Ihnen zurzeit zum Aktionspreis. In 2 Grössen und jedes 3 Franken günstiger. Daneben finden Sie bei uns aber auch eine Vielfalt von dekorativen Pflanzentöpfen aus Terrakotta oder glasierte Steinzeuggefäße, die Pflanzen besonders gut zur Geltung bringen. Die Auswahl der Geranien ist zwar eine Frage vom persönlichen Geschmack, von poppig bis romantisch ist alles möglich. Aber denken Sie daran, dass je nach Standort hellere oder dunklere Farben besser passen. Setzen Sie ein bisschen Kontrast und kombinieren Sie auch mit anderen Blumen aus unserem Angebot. Weitere Tipps zu diesem Thema findet ihr in unserem Magazin Blütenzauber. Die Pflege der Geranie ist, wie gesagt, einfach. Während dem Wachstum leicht feucht halten und dann zunehmend gießen. 1 bis 2 in der Woche düngen und die verwelkten Blüten entfernen. Dann werden Sie viel Freude an Ihren Pflanzen haben. Dann kommen wir jetzt zur Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Wie lautet der richtige Name von der Geranium? Harmonium, Pelargonium oder Universum? Die richtige Antwort verraten wir dann gerade nach dem Rezept. Die Spargel wie gewohnt waschen, dann grosszügig abrösten, dann schälen und im Salzwasser mit einem Würfelzucker und einem Esslöffel Zitronensaft während 15 bis 20 Minuten ziehen. Für die Soße eine Zitrone und eine Orange heiß abwaschen. Von jeder ein bisschen Schalen abziehen und in feine Streifen schneiden. Früchte auspressen. Eine rote Peperoni und ein Peperoncino ebenfalls in feine Streifen schneiden. Alles im Anken kurz andämpfen. Auch Pinienkerne und Sultaninen kurz mitdämpfen. Mit Zitrone und Orangensaft und 1 bis 2 Esslöffel Spargelwasser ablöschen. Dann die Soße während ein paar Minuten einköcheln und mit einer Prise Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Jetzt Spargel gut abtropfen und anrichten. Die Soße drüber geben und zusammen mit einem Couscous oder Reis servieren. Auch das Rezept steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche jetzt schon viel Vergnügen beim Ausprobieren. Danke, Armin. Und jetzt zur Auflösung von unserem Wettbewerb. Der botanische Name für Geranium ist Pelargonium. Herr Josch, wenn ich Sie bitte, ein Kärtchen zu ziehen. Richtig tippt und damit das Nachtessen im Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock gewonnen, hat Frau Bloch Anita. Herzliche Gratulation. Merci. Gratuliere ganz herzlich. Und da ist der Gucci. Merci vielmals, freue mich total. Ich danke allen ganz herzlich fürs Mitmachen und natürlich Ihnen, Herr Josch, ganz besonders mit dieser Aufmerksamkeit aus unserer Blumenabteilung. Danke vielmals. So viel für heute aus dem Coop-Studio. In einer Woche informieren wir Sie über Produkte mit dem MSC-Label aus nachhaltiger Fischerei. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären.
Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.